Hallo, hallo. Guten Morgen, YouTube. Willkommen aus Flensburg. Ja, wie ihr seht, wir sind final hier. Ich bin heute schon um 7 Uhr wach geworden, habe aber 7 oder 8 Stunden geschlafen. Und ich habe noch nie fernab von zu Hause so gut geschlafen. Ich war schon ein paar Mal in Flensburg auch und auch auf Wettkampfreisen und sowas. Ich habe noch nie so gut geschlafen, wenn ich an einem anderen Ort war und nicht zu Hause. Das ist schon mal vielversprechend, ne? Das hatte ich wirklich noch nie. Ja, ich bin gestern am Sonntag hier angekommen. Ich bin erst mal 3 Stunden bis Hamburg gefahren. Hab dann in Hamburg im No Limits Gym, ehemals KB Gym, trainiert. Und bin dann die restlichen knapp 2 Stunden noch hier hochgefahren. Ich habe mir diesmal gedacht, ich baue so einen Stop ein, dass ich erstmal bis Hamburg fahre und da trainiere. Dass ich nicht 5 Stunden durchfahren muss, weil das echt für den Kopf so ermüdend ist. Und tatsächlich war das für den Kopf und für den Körper echt gut, mit dem Training dazwischen mal was anderes zu machen und so. Und nicht die ganze Zeit nur Autobahn und fahren. Aber ich war dann natürlich im Training auch so, dass ich dann langsam echt ankommen wollte. Ne? Also bist dann im Training nicht mehr ganz so, also ich war im Training nicht mehr ganz so bei der Sache. Weil ich einfach nur noch hier ankommen wollte, weil ich ja wusste, ich fahre noch knapp 2 Stunden. Ne? Ich denke aber, dass ich das trotzdem auf dem Rückweg trotzdem genauso wieder machen werde. Weil das tatsächlich eine coole Sache ist. Ich wollte eigentlich auf dem Hinweg im Invictus trainieren. Nur... An dem Tag war auch noch der Ironman, das heißt, es waren auch Straßen in Hamburg gesperrt. Ich habe mir aber gesagt, ich will unbedingt diesen Stop da machen. Ist mir scheißegal, ich fahre da jetzt trotzdem hin. Und dann hat sich das im No Limits ergeben, dass ich da trainieren konnte. Und wie gesagt, im Victus wäre ich nicht rangekommen, weil die Strecke auch genau da lang geführt hat. Und weil auch keiner an der Theke war an dem Tag, also Tageskarte kaufen hätte nicht funktioniert. Deswegen peile ich das für den Rückweg an, dass ich nochmal im Invictus trainiere. Und dann von dort aus weiter nach Berlin fahre. Ja, alles in allem war die Anreise natürlich scheiße aufregend. Ich habe schon wieder mit meiner Angststörung zu kämpfen gehabt und 3-4 Tage vorher schon Nervosität, Aufregung, ab und an Zweifel und Angstgefühl. Ja, und Angstgefühl schlägt sich immer auf meinen Magen. Appetitlosigkeit, Übelkeit und so ein ekliges Gefühl im Magen. Ne? Die Nacht vor der Abreise natürlich, wie soll es auch anders sein, richtig beschissen geschlafen. Ich musste auch früh aufstehen, weil in Berlin war die Sternfahrt und ein Triathlon. Das heißt, da war auch Action. Ich musste also gucken, dass ich früh aus Berlin rauskomme. Aber ohne Probleme. Bin ohne Probleme aus der Stadt raus, ohne Probleme durch Hamburg und auch ohne Probleme über die Autobahn. Also alles in allem lief das Bombe. Ich war jetzt gerade heute schon einkaufen. Ich habe meinen Bustea vergessen, also gibt es jetzt hier grünen Tee mit Matcha. Weil Kaffee trinke ich sehr ungern. Muss davon immer richtig viel auf Toilette, mehr als so schon. Und ich werde davon auch müde. Komischerweise. Deswegen Grüntee und Matcha. Ich habe früher auch immer Grüntee getrunken, bis Grüntee mir irgendwie auch auf den Kopf geschlagen ist. Ja, also nehme ich das jetzt und fürs Training habe ich ja meine Energy, so ist es nicht. Ja, ich werde euch die Unterkunft hier nicht groß zeigen. Ich weiß erstens nicht, ob der Host das überhaupt will. Und auch so, glaube ich, muss das nicht unbedingt sein, dass man immer die ganze Bude zeigt. Ihr seht ja jetzt so Sequenzen und das reicht. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Unterkunft. Es ist ein altes Haus. Aus den 30er Jahren. Hier wohnen auch nur ältere Leute und wenig Leute. Und ich bin halt hier ganz oben, Dachgeschoss, also hat was von zu Hause, auch wenn die Dachterrasse fehlt. Aber ist richtig schön, die Wohnung hier, also wirklich richtig toll. Die Lage ist Bombe. Ist ja jetzt für mich auch gerade so eine Experience, ein bisschen zu gucken, wenn das mit dem Studium klappen sollte. Über welchen Stadtteil entscheiden wir uns? Weil Wohnungssuche ist ja hier oben schon ein bisschen leichter. Ich glaube, du hast da schon eher die Wahl als in Berlin. Und ich finde eigentlich hier Früherlund, ich spreche diesen Ort immer falsch aus, ich glaube, es war Früherlund, wo ich gerade bin, eine sehr, sehr schöne Gegend. Ne? Du bist auch sehr nah am Hafen, ich glaube, so die Ecke ist ganz cool. Ansonsten fand ich Harriously eigentlich auch ganz nett. Ja, muss man halt sehen. Erstmal machen wir diese Prüfung, nicht wahr? Und diese Prüfung ist einfach mal in 2 Tagen. Das heißt, ich habe jetzt heute und Dienstag, ich mache jetzt nichts groß. Ja, morgen gehe ich nur ins Training und die restliche Zeit muss ich jetzt weiter üben, dass ich dafür Mittwoch halbwegs gut aufgestellt bin. Und dann muss ich am Mittwoch auch schon um 8 Uhr, zwischen 8 Uhr und 8.45 Uhr da sein zur Anmeldung. Also überhaupt nicht meine Zeit, auch wenn ich heute um 7 Uhr schon wach geworden bin, aber no way. Ja, und zu der praktischen Prüfung, Kinders.
Die fängt mit der Theorie an. Und ich hatte die Uni gefragt, wie das ist, wenn man jetzt durch die Theorie, also ob nach der Theorie gleich eine Auswertung stattfindet und wenn man da durchrattert, ob man dann gleich raus ist und die praktische gar nicht erst zeigen kann, weil es in den meisten Fällen wohl so sein soll. Habe ich eine Antwort bekommen? Ich habe nämlich bis Freitag noch keine Antwort bekommen. Die haben mir darauf einfach nicht geantwortet, weil ich hatte auch gefragt, wer mich am Klavier begleitet, wenn ich singe, dass ich vielleicht mit der Person doch mal hätte heute üben können. Die haben mir darauf nicht geantwortet. Das finde ich schon etwas suspekt gerade. Weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Aber gut. Zumal nachdem ich die Frage danach rausgeschickt habe, ja, dir noch die Einladung für darstellendes Spiel kam, da kommen wir auch gleich zu. Naja, gut. Keine Ahnung, Leute. Ich gehe davon aus, dass es so ist, ja. Weil wenn die alle zur praktischen zulassen, dann müssen die einen Riesenaufwand betreiben. Ja? Wenn da 300 Leute vorsingen und vorspielen wollen, könnt ihr euch ja vorstellen, was das für ein Aufwand wäre. Ne? Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man nach der theoretischen selektiert. Ja, und diese Theorie mit Gehörbildung ist halt der schwerste Part für mich. Ne? Das ist der Part, wo ich starke Zweifel habe, dass ich das 100% schaffe. Aber ich hatte diesen starken Zweifel auch damals bei der, hatte ich ja erzählt im letzten Video oder wann das war, bei der Mathe-Klausur fürs Abitur und habe da auch mit einer 3 bestanden. Also von daher, vielleicht bestehen wir es. Werden wir sehen. Wäre jetzt nur natürlich schade, wenn man den praktischen Teil gar nicht zeigen kann. Aber es könnte so kommen. Ja, wir werden es sehen. Bis dahin werde ich noch lernen. Aber noch kurz zur DS. DS, also ich habe jetzt die Prüfung diese Woche Mittwoch und nächste Woche Mittwoch ist DS. Und DS ist einfach nur so ein Kennenlerntag. Du musst dich darauf nicht wirklich vorbereiten, ne? Aber dieser Tag geht einfach mal fast 10 Stunden. Ich dachte so, what? Was machst du denn da denn die ganze Zeit? 10 Stunden so? What? Also am Anfang ist so Kennenlernen, Spielen, Improvisieren und so. Und nachmittags sind Einzelgespräche. Da war der Akku alle. Ich denke mal, es wird so sein, dass du dann nach diesem Einzelgespräch nach Hause gehen kannst, ja. Werde ich dann aber sehen. Ich weiß auch gar nicht, wenn ich jetzt in Musik, sagen wir mal, durchratter, dann brauche ich, also ob ich dann überhaupt noch zu DS gehen darf. So, weil wenn du in einem Fach nicht bestehst, die Eignungsprüfung, bist du ja schon raus, ne? Oder ob die einem dann trotzdem die Möglichkeit geben, dass du da noch hingehen kannst, das weiß ich halt nicht, ne? Ja, ansonsten so richtig hier was unternehmen und Eindrücke sammeln, und vielleicht mal ein bisschen was filmen, das mache ich alles erst, wenn das durch, also vor allem wenn Musik durch ist. Dann habe ich ja mehr Zeit. Ich date euch dann ab, wie die Prüfung war. Und dazu gibt es ein ausführliches Video. Wie ich schon meinte, mir fehlt, hat das im Internet bei YouTube total gefehlt, irgendwie dazu Berichte zu finden, dass Leute mal über diese Eignungsprüfung ein bisschen detaillierter erzählen und so. Gibt's verdammt wenig Material und ich möchte das ein bisschen detaillierter machen. Also da kommt ein komplett extra Video zu. Und dann werde ich nochmal irgendwie ein Video aufnehmen, wo ich euch das alles mal einmal vorführe, was ich da fabriziert habe. Das wird aber nicht hier geschehen. Beziehungsweise werde ich wahrscheinlich, ja, ich werde euch wahrscheinlich das Material zeigen, was ich zuletzt gefilmt habe von der letzten Gesangsstunde. Da sind wir alle Lieder durchgegangen. Und als ich nochmal an einem Flügel saß, ich hatte ja nochmal die Möglichkeit, bei einer Musikschule bei mir in der Nähe, noch zweimal an einem richtigen Flügel zu spielen. Ich habe an 3 verschiedenen oder 4 verschiedenen letztendlich spielen können zum Ausprobieren. Das war richtig gut, konnte nochmal üben. Und da habe ich das letzte Mal, als ich da war, habe ich auch abgefilmt. Also ich glaube, ich werde euch einfach das zusammenschneiden, dass ihr seht, was habe ich vorgeführt. Das heißt, es gibt ein Video über die Eignungsprüfung Musik detailliert. Und ja, ich denke mal, dann nochmal ein gesondertes Video nur mit den Sachen, die ich vorgeführt habe. Ja, das ist, glaube ich, am einfachsten. Ja, aber das war jetzt schon mal ein Update. Mehr dann demnächst, die nächsten Tage und Wochen. Dann gibt es auch ein bisschen was zu sehen. Bis dahin.